Ja, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch allen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle gesund. In eurer Umgebung sind alle gesund oder haben höchstens einen Schnupfen. Ja, wir sind in schweren Zeiten, aber ich versuche euch das ein bisschen zu versüßen, indem wir jetzt auch häufiger eben donnerstags hier mein Free-Video-Seminar eben auch machen. Aus irgendeinem Grund ist es so, dass leider die Teilnehmer untereinander den Chat nicht mehr sehen können. Da sehe ich lauter Schlösser so daneben. Aber ich bedanke mich erstmal. Ich sehe hier ganz viel Hallo und guten Abend und freue mich auch, gerade auch altbekannte Namen hier eben auch zu lesen. Vorhin habe ich noch gar nicht gemacht, irgendwie mal unsere Bewertung durchgelesen. Vielen Dank. Wir freuen uns immer über die schönen Bewertungen. Da hatte mich auch eine Dame gefragt, ob das daran liegen würde, an ihrem PC liegen würde, dass sie kein Video von mir sieht. Nein, das liegt daran, dass die Eva kein Video anhat und das liegt daran, dass die Eva sehr kamerascheu ist tatsächlich. Auch das Bild ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Ich habe ein paar Falten mehr. Das liegt aber nicht irgendwie an Eitelkeit. Das liegt daran, dass ich wirklich sehr kamerascheu bin, dass ich kein Handy habe, also mit dem man so fotografieren kann. Deshalb von mir Bilder zu finden oder sowas, das ist wirklich nicht so leicht. Aber irgendwann, wenn ich jetzt nicht gerade so im Corona-Outfit zu Hause irgendwie sitze, style ich mich mal auf und dann mache ich ja auch mal die Kamera an, aber die an meinem Laptop ist auch nicht so besonders. Die sieht so ein bisschen grisselig aus und man sieht so ein bisschen aus, als ob man irgendwie was zwischen Anämie und Ikterus hätte. Ne? Gut. Ja, das gucken wir uns heute so ein bisschen an. Ich habe neulich so gedacht, was immer wieder gerade jetzt in der Corona-Krise eben so zur Sprache kommt, sind so diese Risikopatienten. Und immer kommt dieser Begriff Multimorbidität. Und da ich ja einen sehr großen Hang zur Statistik habe, dachte ich, ich möchte mir das. Ich weiß, bei einzelnen Erkrankungen weiß ich relativ gut, wie häufig die vorkommen, so epidemiologisch und so, aber auch so in der Kombi. Und keine Angst, ne? Ich weiß, dass ich mit meiner Vorliebe für Statistik relativ alleine dastehe. Ich werde euch jetzt nicht damit bombardieren. Aber ich dachte, ich möchte einen ganz kurzen Ausflug erstmal zu Corona machen, ganz kurz wirklich aber nur. Und würde mich dann gerne mal so darauf konzentrieren, was denn wirklich so diese Risikoerkrankungen sind, die eben Leute gerade eben auch für solche Infektionen eben besonders empfänglich machen, die es eben auch so machen. Und letztendlich sind das aber auch die Leute, die bei uns in der Praxis sind oder für diejenigen, die das noch vor sich haben in der Praxisgründung. Die haben teilweise auch noch gar nicht so Vorstellungen, mit was für Sachen die Leute auch tatsächlich eben kommen. Und dafür möchte ich euch so ein bisschen sensibilisieren. Und wenn man sich das so anschaut, dann versteht man auch, warum viele Amtsärzte auf die Erkrankungen, die wir heute mal kurz ein bisschen ansprechen werden, eben auch einen sehr großen Fokus in den Prüfungen eben auch so geben. Schauen wir uns erstmal ein paar Sachen an. Und zwar, es wird immer von diesen Risikogruppen momentan bei Covid-19 eben auch so geredet. Und wer fällt da erstmal drunter? Da fallen erstmal Leute drunter, was wir oben sehen, ist ein Karzinom, das sind krebskranke Leute oder Leute, die eben auch gerade Zytostatika oder so etwas bekommen. Das zweite Bild soll den Diabetes mellitus eben hier auch symbolisieren. Das sind Leute mit einem herabgesetzten Immunsystem und Diabetiker sind meistens multimorbid. Das heißt, sie haben meistens mehrere behandlungsbedürftige Erkrankungen. Wir reden von Menschen mit Herzerkrankungen, Herzinsuffizienzen, mit KHK, auch nach Herzinfarkt etc. Wir reden von Menschen mit Lungenerkrankungen, weil natürlich eben auch das SARS-CoV-2 ein Virus ist, was eben in Form einer atypischen Pneumonie die Lunge eben befallen kann. Das heißt also, da gehören Menschen dazu, die Asthmatiker sind, die eine chronische Bronchitis haben, die eine COPD haben, Leute mit Lungenfibrosen etc. Die sind da anfälliger. Aber auch Leute mit Lebererkrankungen, was wir auf dem linken unteren Bild sehen. Ne, das ist kein Gemüse mit Hackfleisch, was ihr da seht. Nee, das ist eine Leberzirrhose mit einer ziemlich grünen Gallenblase. Und das Bild in der Mitte soll eben eine Person symbolisieren mit einem Cushing-Syndrom. Und das steht jetzt eben stellvertretend für die Leute, die eben zum Beispiel Autoimmunerkrankungen haben, die auch häufig gezwungen sind, Immunsuppressiva, ob das Glukokortikoide oder andere Medikamente zu nehmen, einzunehmen. Das heißt, die Gruppe der Autoimmunkranken ist auch eine relativ große in Deutschland. Dazu gehören vielleicht auch Leute wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa.
wo nicht alle immunsupprimiert sind, aber der ein oder andere das nehmen sollte. Das heißt also, die Risikogruppen sind deshalb natürlich eben nicht nur die älteren Leute, sondern eben auch die jüngeren Leute. Ich habe vorhin ganz ad hoc hier noch eine kleine Folie eingefügt, habe Annette nochmal geschafft, dass sie das hier noch kurz mit reinlädt, weil ich habe heute etwas Interessantes gelesen, was nämlich dann gut zu diesem Thema gepasst hat. Wir bekommen das alles mit, wie schrecklich diese Situation gerade in New York ist, ne? Da, wo du teilweise so das Gefühl hast, das ist so ein Weltuntergangsfilm oder sowas, was du dir da anschaust und keine Letalität. Aber in den USA gibt es so einen Hotspot mit Corona, den es noch wesentlich schlimmer trifft, und zwar New Orleans bzw. Louisiana. Und in New Orleans ist es so, dass die Todesraten durch Corona sogar 7-mal höher sind als in New York und 10-mal höher als in Seattle. Und da hat man sich jetzt auch mal angeschaut, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, ne? Da kannst du noch keine verlässlichen Statistiken machen, das wird in der Nachbearbeitung alles kommen. Aber auch hier war es so, dass 97% der Corona-Toten in Louisiana, also mit Schwerpunkt New Orleans, eine Vorerkrankung hatten, zumindest eine hatten. Und 40% der Todesfälle standen in einer Verbindung mit Diabetes. Dazu muss man sagen, dass die Leute in New Orleans zu den adipösesten in den ganzen USA gehören. Ne? Da ist Adipositas wesentlich stärker vertreten als jetzt, was weiß ich, in Kalifornien, Texas oder in New York oder so etwas. Das heißt also sehr viel auch Diabetiker. 25% der Todesopfer litten an Fettleibigkeit, also an Adipositas. 23% hatten schon Nierenschäden und 21% der Toten litten eben auch an Herzproblemen. Eva Brigitte schreibt gerade, auch nicht zu vergessen, die Querschnittsgelähmten, die Probleme mit der Atemhilfsmuskulatur haben. Ja, ne? Oder Leute mit neurologischen Erkrankungen, die Atmung betreffen, zum Beispiel ALS, amyotrophe Lateralsklerose, wie das jetzt zum Beispiel Stephen Hawking oder so etwas eben auch hatte. Und wenn man jetzt mal so sich die ersten Zahlen anschaut, von denen, wo man natürlich sehr vorsichtig sein muss, ne? Weil wir bekommen das Statistik momentan live eben auch mit. Wir wissen zum Beispiel, bei uns in Deutschland ist die Letalität momentan mit am niedrigsten angegeben am Coronavirus. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern wesentlich mehr testen. Und wenn man sich dann aber mal so im Umfeld auch ein bisschen umschaut, dann gibt es vielleicht viele Leute, die auch mal so ein bisschen Husten und so etwas haben, die also unter Umständen gerade auch Corona haben könnten, die aber gar nicht getestet sind. Das heißt also, es gibt eine sehr, sehr große Dunkelziffer natürlich eben auch, ne? Die Schätzungen sind so, dass zwischen 5 oder 10-mal mehr Fälle da sind, als tatsächlich sind, was sich natürlich dann eben auch auf eine Sterblichkeitsrate eben auch auswirkt. Und dann gibt es eben auch noch die Problematik, dass unterschiedliche Todesfälle in die Statistik mit reingenommen werden. Aber lassen wir das ganz einfach mal ein bisschen beiseite und vernachlässigen das. Was wir hier ganz einfach eben in dieser Statistik sehen, die jetzt so ein paar Tage alt ist in dem oberen Bild, ist auf jeden Fall, dass eben die meisten Todesfälle in der Altersgruppe ab 60 stattfinden. Das heißt also, hier waren das noch nicht so viele Todesfälle, die wir hatten. Das ist ja 2, 3 Tage ist es her, jetzt sind wir bei 900 irgendetwas. Und da war in der Altersgruppe 60 bis 69 bei über 8000 gemeldeten Erkrankungen 309 Todesfälle. Und wir sehen mit steigendem Alter, da geht ganz einfach eben die Rate nach oben. Und die über 80-Jährigen, die haben dann eine Letalität von etwa 14,8%. Interessant wird es aber, wenn man sich da mal bei dem, was momentan an Daten dazu bekommen ist, sich das mal so anschaut, was diese Leute so gehabt haben. Und dann sieht man zum Beispiel, wenn Leute Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, dann haben sie mit 10,5%, also eine wesentlich höhere Letalität. Momentan wird die zwischen 0,3 und 0,8% angegeben, Durchschnittsbevölkerung. Dann eben auch Diabetiker, ne? Mit 7,3%, Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck und Krebserkrankungen. Das heißt also, das sind Dinge, um die wir uns jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen kümmern sollten. Und dann kommt natürlich, steht gerade auch noch mal im Chat dazu, Mentalität. Ne? Wir Deutschen sind so ein bisschen so die Eigenbrötler. Ne? Während zum Beispiel, was weiß ich, in Italien so
Ich gehe mal ins Klischee, aber der familiäre Zusammenhalt dann doch etwas größer ist, man Großeltern und so etwas viel häufiger eben auch besucht und Kinder ziehen nicht so früh aus, wie sie das in Deutschland machen. Das spielt natürlich auch hier eine große Rolle. Aber man darf vielleicht auch mal ein Lob machen. Ich finde, trotz allem, was es zu kritisieren ist, bei uns läuft das, ich bin momentan, sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich in Deutschland im Grunde eben auch lebe. Jetzt taucht immer dieser Begriff Multimorbidität auf. Und das ist eigentlich ein ganz schwammiger Begriff, weil der gar nicht einheitlich definiert ist. Und wenn man sich mal so ein bisschen umschaut und nach Studien sucht, dann merkt man so, boah, das ist ziemlich dünn besiedelt. Also da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Untersuchungen. Und ganz abgesehen von Corona sollte da eigentlich viel mehr auch geforscht werden. Weil Problematik, die sich durch eine Multimorbidität eben auch entwickelt, ist zum Beispiel, dass die Leute wahnsinnig viele Medikamente nehmen. Man spricht da eben auch davon, dass viele so Leute mit 70 im Schnitt etwa 15 unterschiedliche Medikamente nehmen und dass deshalb eben auch so der Überblick darüber, was hat das Ganze an Wechselwirkungen miteinander, Nebenwirkungen. Und dann nehmen Sie für eine Erkrankung irgendetwas, was anpusht und für eine andere Erkrankung wieder etwas, was zurückhält, dass da noch so ein großer Forschungs- und auch Handlungsbedarf besteht. Und das kann jeder, der eine Praxis hat, wirklich eben auch bestätigen. Manchmal kommen die Leute rein und bringen ihren Medikamentenzettel oder diverse Zettel mit und man guckt da so drauf und denkt, Halleluja, was nehmen die denn da eigentlich alles? Und gibt es da eigentlich jemand, der da mal so einen Überblick hat? Ne? Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und da fühle ich mich als Heilpraktikerin teilweise so ein bisschen in die Rolle des Hausarztes auch versetzt, die leider Gottes durch dieses Kassensystem auch nicht besonders viel Zeit für die Patienten haben. Deshalb kann ich jedem nur wirklich auch ein bisschen raten, sich mal wirklich eben auch mit allopathischen Medikamenten ein bisschen zu befassen, dass einem da vielleicht auch mal so ein bisschen auffällt, wenn es da so Dinge gibt, die sich da eben auch so beißen. Und ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwelche Ärzte da irgendwie pikiert reagiert hätten, wenn man mal so drauf hingewiesen hat. Ja, das heißt also, was ist Multimorbidität? Die Definitionen, wie gesagt, sind nicht auf den Punkt gebracht. Insgesamt wird häufig davon geredet, wenn Leute mindestens zwei schwere Erkrankungen haben, die behandlungsbedürftig sind. Ja, aber in vielen Veröffentlichungen wird eher die Definition herangezogen, dass Leute mindestens drei behandlungsbedürftige Erkrankungen eben auch haben. Und dadurch, dass die Definition nicht einheitlich ist, gibt es da auch ganz, ganz unterschiedliche Daten dazu. Aber wenn wir von zwei oder mehr Erkrankungen ausgehen, können wir sagen, dass 42% der deutschen Bevölkerung, ja, wenn wir nur die Erkrankungen Hypertonie, Fettstoffwechselstörung, Herzkrankheiten, Diabetes und COPD hier mit einbeziehen, multimorbid sind. Warum erwähne ich das so? Weil ich habe das auch häufig in letzter Zeit im Bekanntenkreis gehört oder so etwas, dass es heißt, das betrifft ja nur die Leute, die krank sind. Ne? Und das hört sich dann teilweise so an, als ob das nur die über 80-Jährigen wären, die irgendwie ein paar Erkrankungen hätten. Nein, Deutschland ist ziemlich krank. Und das hat nichts damit zu tun, wie sich jemand fühlt, sondern es geht darum, was behandlungsbedürftige Erkrankungen eben auch sind. Wenn wir zu den älteren Menschen gehen, dann steigt die Prävalenz natürlich eben an. Und zwar fängt das eigentlich schon ab 40 an, ne, dass die Multimorbidität zunimmt. Und je nach Studie sind wir da bei 55 bis 98%. Die Studien, die eigentlich am besten sind, kommen auf eine Rate, eben bei den älteren Menschen, Alter wird da mit dem Rentenalter eben auch markiert, von etwa 65%. Ja, das heißt also, zwei Drittel der Rentner gelten als multimorbid. Natürlich gibt es so etwas auch bei jüngeren Menschen. Und da haben wir in Deutschland keine Studien, aber die Niederländer haben das gemacht. Und die haben sich zum Beispiel mal angeschaut, bei den 21-Jährigen bis 40-Jährigen, wie viel Medikamente, wie viel Wirkstoffe bekommen die im Schnitt im Jahr verordnet. Und da habe ich erst mal gestaunt, als ich das gelesen habe. Es sind nämlich 5,2 Wirkstoffe pro Jahr, die eben
junge Leute verordnet bekommen. Ich meine, da sind natürlich auch Pillepalle-Sachen auch mit dabei. Aber dann habe ich gedacht, also ich schaffe das nicht im Jahr und ich bin schon über diese Grenze drüber, annähernd da irgendwie mal so hinzukommen. Auch ich nehme mal ein Schmerzmittel oder sowas ein, wenn irgendwas Dramatisches ist. Aber finde ich schon eine ganze Menge. Und der Grund dafür wird eben hauptsächlich eben darauf zurückgeführt, auf die Lebensführung. Ne? Ja. Das metabolische Syndrom ist hier auf dem Vormarsch, aber auch auf soziale Faktoren. Und das fällt eben auch auf, dass Multimorbidität eben außer Faktoren wie durch Alter oder so etwas eben auch mehr in bildungsniedrigeren Schichten, will nicht sagen bildungsfern, aber niedrigeren Schichten eben auch auftritt oder eben auch bei Leuten, die auch nicht so viel Geld verdienen. Ne, was vielleicht auch dazu führt, dass sie sich nicht so gut ernähren können. Auf der anderen Seite spielen auch psychische Faktoren dabei eine Rolle. Die machen einen Körper zum Beispiel auch wesentlich anfälliger dafür. Und da wissen wir auch, dass eben Depressionen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen ja eben auch zu einem Praxisalltag mit dazugehören. Es ist dann aber so, die Holländer haben sich das dann angeschaut und haben gesehen, wenn die Leute dann zwischen 40 und 50 sind, dann ist aus dieser Durchschnittsmenge von 5,2 Wirkstoffen pro Jahr auf einmal 10,1 geworden. Das heißt also 40- bis 50-Jährige, ich persönlich gehöre in diese Alterskategorie zum Beispiel rein, ja, nehmen im Schnitt 10,1 Wirkstoffe pro Jahr eben ein, die ihnen verordnet worden sind. Finde ich eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Kann aber auch daran liegen, dass ich Heilpraktikerin bin und dass ich selber eigentlich nie Sachen einnehme. Was hat sich bei uns in Deutschland verändert? Ne? Wir lesen natürlich auch immer, oh, diese Erkrankung ist so häufig geworden und diese und diese und diese. Und das muss man natürlich auch mal in dem Gesamtkontext ein bisschen einordnen. Wir haben es schon ganz schön gut. Ne? Die Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren ist so wahnsinnig hoch eben auch gestiegen. Was ihr hier auf dieser schönen Briefmarke der Deutschen Bundespost hier so seht, ist eben links erstmal eine Alterspyramide im Jahr 1889. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich habe mich ja gerade geoutet, bin 45, ne? Also da würde ich jetzt schon ja zu den Alten und Weisen ja schon richtig gehören, könnte man sagen. Ne? Also da gab es nicht so viele Leute, die dann tatsächlich auch älter waren. Das Ganze hat sich dann nach dem Krieg eben geändert, der Wohlstand ist gekommen. Ja, medizinische Versorgung ist immer besser geworden. Wir sehen, 1989 sah das schon ganz anders aus, im Jahr 2000 nochmal anders. Und wenn wir jetzt den Blick mal nach unten werfen, seht ihr auf dem linken Bild die Alterspyramide von Deutschland im Jahr 2017. Ne? Ganz oben, wenn es für jemand einen kleinen Bildschirm hat, ist die 100. Ja? Das heißt also, wir sehen, die Lebenserwartung steigt und steigt und steigt und steigt. Ich habe im Vergleich mal dazu, das war jetzt willkürlich, weil es ist die erste Grafik war, die ich in diesem Bereich gefunden habe, mal den Iran im Vergleich dazu genommen. Das heißt also, wenn wir da mal die Alterspyramide anschauen, dann sehen wir, haben eine völlig andere demografische Entwicklung. Wir haben keine Rentenprobleme. Bei uns werden die Renten im Grunde eben auch gezahlt. Also von daher, wir gehören hier auch mit zu den Bevölkerungen, die am ältesten sind. Man liest das gerade immer so, Italien, ja, als ob die Italiener irgendwie alle so wahnsinnig viel älter werden würden als die Deutschen. Es sind 3 Monate, die Italien und Deutschland voneinander trennen. Also von daher, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Man kann im Grunde sagen, also wir Deutschen sind genauso alt wie die Italiener. Ne? Nur wir haben eine andere Letalität bei Corona. Wir wissen aber auch alle, dass das sich noch weiter verändern wird. Das heißt also, die Babyboomer-Generation, die geht dann auch irgendwann mal in Rente. Und so geht man momentan davon aus, dass in 50 Jahren der Anteil der über 65-Jährigen sich eben an der Bevölkerung eben auch nochmal verdoppelt. Das heißt also, auch in der Heilpraktikerpraxis ist man dadurch immer mehr mit sogenannten Alterserkrankungen eben auch konfrontiert, die wir natürlich nicht alle hier so aufführen können. Die Einflussfaktoren auf so eine Multimorbidität sind also einmal das Alter und auch das Geschlecht. Da gibt es aber sehr widersprüchliche Untersuchungen, deshalb klammere ich das aus. Die schon vorhin genannten sozialen Faktoren, die psychischen Faktoren und eben gewisse chronische somatische Erkrankungen. Tja,
Was denkt ihr, welche Erkrankungen, die Menschen haben, chronische Erkrankungen, werden denn eben so die Prävalenz zur Multimorbidität, also dass man noch weitere behandlungsbedürftige Erkrankungen bekommt, fördern? Leider könnt ihr den Chat nicht untereinander sehen, aber vielleicht könntet ihr mal ganz kurz da eure Gedanken schildern, welche Erkrankungen da eine große Rolle spielen. Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Moment trinken. Ja, die Hypertonie sehe ich, die Arteriosklerose sehe ich, den Diabetes sehe ich da. Nochmal die Arteriosklerose, ja, die KHK. Dreimal dürft ihr raten, über welche Sachen wir da gleich so ein bisschen reden werden. Vorher füttere ich euch aber mal noch ganz kurz ein bisschen mit ein paar anderen Geschichten. Also eine Sache, genau die Anna schreibt sie gerade auch hin, ist noch die COPD. Und das ist so, dass Leute, die an chronischen Herzinsuffizienzen, COPD oder Diabetes eben erkrankt sind, dass sie überproportional häufig mit Multimorbidität zu tun haben. Allein 90% der Leute mit einer chronischen Herzinsuffizienz leiden an mindestens einer weiteren nicht-kardialen Erkrankung, aber fast 40% von diesen Leuten mit der Herzinsuffizienz an 5 oder mehr nicht-kardialen Begleiterkrankungen. Und das muss sich vielleicht auch mal in unserem medizinischen Denken ein wenig verändern. Damit meine ich Schulmedizin, damit meine ich aber auch Naturheilkunde oder so etwas, dass die Dinge einfach nicht so isoliert angeschaut werden, sondern dass man sieht, dass gewisse Erkrankungen einfach der Nährboden auch sind für viele weitere Erkrankungen. Was auch eine Rolle spielt, aber davon sind nicht so viele betroffen, sind zum Beispiel Leute mit Niereninsuffizienzen. Die haben zum Beispiel ein 26-faches höheres Multimorbiditätsrisiko, auch Nierensteinleute. Adipöse Leute, Leute mit Lebererkrankungen, Erkrankungen der Gallenblase, Atherosklerose, PAVK, Hyperurikämie, Neuropathien, aber auch mit der Anämie zum Beispiel, ja, sind Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, multimorbid zu werden. Also an mehreren, ich halte mich jetzt an die Definition, mindestens 3 behandlungsbedürftigen Erkrankungen zu erkranken. Das sieht man auch, wenn man sich mal hier, das ist jetzt hier vom RKI, das mal so anschaut. Die haben hier wunderschöne Statistiken mit Erhebungen, wie häufig in welchen Alterskategorien Männlein, Weiblein hier auch nochmal aufgedröselt, irgendwelche Erkrankungen vorkommen. Und da sehen wir, der große, große Spitzenreiter ist die Hypertonie, die viele Leute überhaupt nicht so als Erkrankung ansehen, weil Hypertonie meistens gar nicht so wehtut und was gar nicht mit so großen Symptomen einhergeht, gerade wenn das jemand eben auch gewohnt ist. Aber die Hypertonie ist ein großer Nährboden für andere Erkrankungen. Hier haben wir das mal so ein bisschen übersichtlicher. Und zwar sind das hier die 25 häufigsten chronischen Erkrankungen. Und da sehen wir mit einem Anteil von 65% wirklich den Bluthochdruck mit großem, großem Abstand auf Platz 1, gefolgt von fettmetabolischen Störungen, das heißt also Hyperlipidämie oder Dyslipidämie, dass zum Beispiel das LDL zu hoch ist oder das HDL zu niedrig ist. Auf Platz 3 dann die Rückenschmerzen und dann kommt die Gelenkarthrose, dann kommt der Diabetes, die KHK, der schwere Visusverlust, der häufig auch mit Diabetes und so etwas zusammenhängt und dann die Hypo- und die Hyperthyreose. Und im Mittelfeld haben wir dann Asthma, COPD, aber wir müssen auch bedenken, 5-10% der Bevölkerung haben eine COPD. Das heißt also, so klein ist der Balken dann im Grunde, also erscheint kleiner, als es tatsächlich eben auch ist. Es gibt dann so häufige Triaden, also Dinge, die sich ganz einfach zueinander gesellen. Und da sehen wir so hier, was eigentlich fast immer in diesem Cluster mit enthalten ist, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft, ist der Bluthochdruck. Ja, bis auf eine von den häufigsten Triaden, die es da gibt, also was sich da so zusammengesellt, ist der Bluthochdruck eigentlich immer mit vertreten. Und an zweiter Stelle haben wir dann fettmetabolische Störungen oder eben auch chronische Rückenschmerzen und den Diabetes. Das sind die Dinge, die immer wieder und immer wieder und immer wieder eben auch eine Rolle spielen. Deshalb wollen wir uns mal die Arteriosklerose noch mal ein bisschen zu Gemüte führen.
Für manche ist es vielleicht eine Wiederholung ihres Lernthemas, für andere, die müssen sie vielleicht eben auch ein bisschen lernen für die Prüfung. Und Arteriosklerose wird zum Beispiel in mündlichen Überprüfungen sehr, sehr häufig abgefragt, weil die Arteriosklerose natürlich eben auch die Basis ist für die Entwicklung von ganz, ganz vielen Erkrankungen. Deshalb schauen wir uns das erstmal an. Ihr solltet, wenn ihr noch in mündliche Überprüfung müsst, auf jeden Fall die Risikofaktoren für die Arteriosklerose runterrattern können. Und die teilt man ein in Risikofaktoren erster Ordnung, zweiter Ordnung und nicht zu beeinflussende Faktoren. Das heißt also, wenn wir uns da erstmal die erste Ordnung anschauen, das sind die, die wirklich das Risiko massiv erhöhen, Arteriosklerose zu bekommen, dann haben wir da auf den Diabetes mellitus, die Hyperlipidämie, jetzt habe ich zweimal Diabetes geschrieben, die Insulinresistenz, da wollte ich Rauchen schreiben, Entschuldigung, ich habe es vorhin geschrieben, Rauchen wollte ich da noch schreiben, und die Hypertonie. Dazu muss man sagen, Diabetes läuft immer so unter Stoffwechselerkrankungen, aber der Diabetes mellitus ist auch eine Gefäßerkrankung. Warum? Wenn ich jetzt sehr hohe Blutzuckerwerte habe, dann schädigt dieser Zucker die Gefäße, die Endothelschicht, weil das zu einer Oxidation des LDL führt, ne? Das ist also das Low-Density-Lipoprotein, was das Cholesterin eben transportiert. Wer da gerade mal so ein bisschen unsicher ist, dem erläutere ich das gerade. Cholesterin ist ja eine Substanz, die von der Leber gebildet wird. Das heißt also unter normalen Umständen, normale Ernährung, produzierst du in etwa 90% deines Cholesterins selber. Und dieses Cholesterin, das ist ja nichts Böses, sondern das ist ja lebenswichtig. Weil wir brauchen das zum einen, um Zellmembranen zu stabilisieren. Zum anderen brauchen wir das für Nervenzellen, zum anderen brauchen wir es für die Synthese der Galle und auch für die Produktion der Steroidhormone. Das sind also Hormone, die aus Cholesterin aufgebaut sind. Das sind so sämtliche Hormone der Nebenhirnrinde, wie zum Beispiel wie Glukokortikoide, wie Cortisol oder Mineralokortikoide, wie das Aldosteron oder die ganzen Sexualhormone. Das heißt also, Cholesterin ist nichts Böses. Ja, Cholesterin brauchen wir erstmal. Jetzt ist aber das ganz einfach ein Fett. Und ein Fett ist ja nicht wasserlöslich, also kann sich es nicht so im Plasma lösen. Und deshalb brauchst du ein Transportprotein, um das von A nach B zu bringen. Besser gesagt von der Leber eben an den Zielort, zu irgendeiner Zelle. Und da wird es erstmal an das LDL gekoppelt, das Low-Density-Lipoprotein. Und das bringt es zu den Zellen hin. Das HDL hingegen, das High-Density-Lipoprotein, macht den reversen Transport. Das heißt also, es kann überschüssiges Cholesterin aufsammeln und das wieder zur Leber bringen. Ja, deshalb sagt man auch gerne irgendwie HDL, hab dich lieb Cholesterin, und LDL, ne, das lass mal lieber sein. Aber grundsätzlich brauchen wir natürlich beide, ne, weil das LDL brauchst du, um das zu den Zielzellen zu bekommen. Wenn ich jetzt aber diese Kombination habe, dass ich ein hohes LDL habe, ja, und das passiert eben gerade, wenn man sich nicht so gut ernährt, sich wenig bewegt zum Beispiel auch, sind alles Faktoren, die darauf einen Einfluss haben. Und das trifft zusammen mit einem hohen Blutzucker. Dann finden eben am Endothel Oxidationsprozesse statt. Und das sind dann die, die eben dazu führen, dass sich dann auch Kalksalze und Cholesterin und alles Mögliche da eben ablagern können. Und dann kann das Gefäß im schlimmsten Fall so aussehen, wie wir das auf dem rechten oberen Bild dann eben auch sehen. Der Diabetes, muss man dazu aber auch noch sagen, hat noch eine weitere Relevanz, eben nicht nur für die Arteriosklerose, sondern dass ein hoher Blutzucker auch die Funktionalität von Thrombozyten beeinflusst. Die Lebensdauer von Thrombozyten wird zum Beispiel eben auch verkürzt. Aber was eben maßgeblich ist, ist, dass beim Diabetes oder der hohe Blutzucker eben die Funktionalität der Thrombozyten insofern verändert, dass die Thrombozytenaggregation verstärkt wird. Hört sich jetzt wahnsinnig hochtrabend an. Damit meine ich, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel schneidet und das blutet, muss ja die Blutung gestoppt werden. Dann kommen die Thrombozyten angeflitzt und lagern sich an den Wundrändern an, Thrombozytenadhäsion, und dann pfropfen die sich eben so zusammen, die klumpen so zusammen, um diese Wunde zu verschließen. Und das ist die Thrombozytenaggregation.
Und dieser Umstand, der wird eben über einen hohen Blutzucker eben gefördert. Das heißt also, auf gut Deutsch, beim Diabetes steigt deshalb eben auch das Thromboserisiko eben an. Ne? Deshalb ist es auch nicht selten, dass die Leute ein ASS daneben nehmen. Diabetes also großer Risikofaktor für die Arteriosklerose, die Hyperlipidämie oder ich würde auch sagen Dyslipidämie, wenn das Verhältnis von HDL und LDL nicht gut ist, das Rauchen als ganz, ganz starkes Gefäßgift, ne, oder viele Gifte, die da sind, und natürlich auch die Hypertonie. Wenn meine armen Gefäße, die sollen ja 80, 90 Jahre irgendwie halten, wenn da permanent ein hoher Druck drauf ist, dann macht das das eben kaputt. Und das haben wir gerade eben auch gesehen und werden es gleich auch nochmal sehen, dass die Inzidenz bei der Hypertonie eine ganz, 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 ganz hohe bei uns wirklich auch in Deutschland ist. Die Risikofaktoren zweiter Ordnung, die schlagen nicht ganz so ins Gewicht wie die erste Ordnung, aber sie tun auch ihren Teil dazu bei. Ne? Dazu gehört die Adipositas, mangelnde Bewegung, der Stress, die Erhöhung der Harnsäure, die Hyperuricämie, ein hohes Homozystein, also Aminosäure. Ne? Das passiert gerade, wenn der Methioninstoffwechsel gestört ist und dann B6, B12 Folsäure oder sowas fehlt. Und zum Beispiel auch Feinstaub. Ne? Und das ist jetzt nicht irgendwie so eine komische Theorie, sondern da gibt es inzwischen auch Belege dafür. Sollte jemand in Köln zum Beispiel Prüfung machen, eine Beisitzerin hört das sehr, sehr gerne. Und last but not least gibt es natürlich Faktoren, die sind nicht zu beeinflussen. Und das ist das Alter. Ich meine, 80, 90-jährige Gefäße sind nun mal alt geworden. Das Geschlecht, erstmal sind nämlich die Männer im Nachteil. Allerdings kompensiert sich der Nachteil nach den Wechseljahren der Frau. Ne? Wenn ganz einfach das Östrogen runtergeht, dann holen die unheimlich mit Arteriosklerose auf und natürlich auch mit den Folgeerkrankungen. Und eine Sache, gegen die man nichts machen kann, ist eben auch eine gewisse Form der Genetik. Aber das Gute an der Geschichte ist ja, an ganz, ganz vielen Dingen hier kann man arbeiten. Ne? Und das sind mal wieder wirklich so diese elementaren Dinge, ne, die ich auch immer wieder predige. Es geht nicht immer so sehr, welches Kügelchen nimmst du, welche Pflanze nimmst du, welche Nadel steckst du, sondern erstmal geht es darum, dass ein Patient eben gucken sollte, dass er sich anständig ernährt. Da ist auch Schokolade erlaubt, ist auch Kaffee erlaubt und so etwas. Ne? Aber alles in Maßen, dass er eine gute, ja, Stressbilanz hat, ne? Dass er ja auch mal vielleicht ohne Corona ein bisschen runterfährt und sich an der frischen Luft bewegt, ne? Dass er sich überhaupt bewegt, ne? Dass er, wenn er Bluthochdruck hat, dass er den richtig einstellen lässt, ja, und dass man einfach Spaß am Leben hat, ne? Und mal so ein bisschen Gelassenheit auch mit hat. Dann hat man schon ganz, ganz viel getan, um ganz einfach Arteriosklerose zu verhindern, und dann können natürlich da auch additive Therapien dann auch gefahren werden. Aber die Arteriosklerose, die siehst du ja erstmal nicht. Ne? Mit was wir konfrontiert sind, sind häufig die Folgeerkrankungen der Arteriosklerose. Und da besteht die Arteriosklerose häufig wirklich schon jahrelang. Ja, die Arteriosklerose ist ein Risikofaktor für so, so viele Sachen. Oben sehen wir einen diabetischen Fuß, eine PAVK. War kein Diabetes, ne? Wo jemand die Zehen ganz einfach schon abgestorben sind. Natürlich Risikofaktor für den Schlaganfall, Risikofaktor für den Herzinfarkt und auch für die KHK, Risikofaktor für die Hypertonie, Risikofaktor für Nierenarterienstenosen und Niereninsuffizienzen und eben auch für die Augen, ne? Weil die Retina verzeiht das nicht, wenn sie ganz einfach eben wenn sie ganz einfach nicht gut versorgt wird. Ich streue